Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Grün, mein Name ist Landauer Corinna, ich bin diplomierte Human- und Tierenergetikerin, Tieraromatologin sowie Berufsgruppensprecherin für die Tierenergetik über die Wirtschaftskammer in Oberösterreich. Ich darf euch heute wieder ein tierisches Tier näher bringen, zusammenhängend auch schon zum letzten Mal, wo wir über die Aura gesprochen haben, euch die Aura ein bisschen näher gebracht habe, betreffend unserer Tiere. So möchte ich euch heute die Basis mitgeben oder weitergeben für Leben, für Wohlbefinden, für Gesundheit überhaupt, und zwar die Chakren bei Tieren. Im menschlichen Bereich hört man ja das immer wieder mal, Chakren, Themen der Chakren, Chakrenausgleich so wichtig, hin und her. Und es passiert mir immer wieder mal, dass die Menschen sagen, hey, na, wie cool, das gibt es ja für Tiere auch. Ja, das gibt es für Tiere auch, weil die Chakren ganz einfach Basis fürs Leben sind. Ohne Chakren kein Leben, das ist die Energiezentren, die es überhaupt erst geben muss, damit es uns gibt. Denn wie wir beim ersten Mal schon erwähnt haben, bei der ersten Sendung, wo wir mal allgemein auf die Tierenergetik eingegangen sind, so ist immer alles zuerst Energie, immer alles zuerst im energetischen Bereich da, bevor es überhaupt körperlich werden kann. Und genau, von daher, Chakren, ganz wichtig. Was bedeutet Chakren überhaupt? Das heißt übersetzt das drehende Rad der Energien. Prinzipiell möchte ich auch darauf eingehen, man hört immer wieder mal, es gibt so und so viele Chakren, es gibt so und so viele Nebenchakren, gibt es auch theoretisch oder auch praktisch. Ich gehe jetzt aber mal von der Basis aus und auch in meinem täglichen Tun mit Mensch und Tier, gehe immer von den 7 Hauptchakren aus, da die einfach mal die Basis sind und sich da eh schon mal alles zeigt, bevor ich auf möglichst viele andere Chakren eingehe und auf die Nebenchakren, denn die braucht man mal in allererster Linie. Genau. Chakren prinzipiell vom Sitz her, von der Farbe her, von der Wirkung her, ist beim Mensch wie Tier im Großen und Ganzen gleich. Also von daher, es gibt da eigentlich nicht viel Unterschied. Gerade bei unseren normal standardisierten Haustieren, sprich Hund, Katze, Pferd, Kuh, Hamster, Meerschweinchen, als Schwein, also mit den Tieren, wo wir am meisten zu tun haben oder am meisten Resonanz dazu haben, kann man wirklich davon ausgehen, dass das überall ziemlich gleich ist. Basis ist eigentlich immer dieselbe. Ja, also, wir gehen von den 7 Hauptchakren aus. Es ist der Zustrom von Energie und somit, wie eh schon erwähnt, Basis für Leben allgemein. Die Chakren sind über einen Energiekanal miteinander verbunden, die parallel entlang der Wirbelsäule verläuft praktisch und so dann auch die Energie verteilt. Energiekanal, man hat auch schon öfter mal davon gehört, dass es Meridiane gibt. Also das ist dann darauf aufbauend zu den Chakren, finde ich die Meridiane. Da können wir gerne auch wieder per eigener Sendung näher darauf eingehen, was hat es damit auf sich. Das sind die Energieleitbahnen. Ich vergleiche es aber so gern wie ein Blutkreislaufsystem. So hat man seine Basis, bei uns jetzt die Chakren. Von den Chakren aus werden dann über diese Energieleitbahnen über den ganzen Körper verteilt. Diese Meridiane, die Energie der Chakren verteilt. Letztendlich läuft es dann in den Organismus, also zellulär, und sorgt somit dann auch für die körperliche Gesundheit, fürs körperliche Wohlbefinden. Ja, wie eh schon erwähnt, das ausgeglichene Chakren stehen für einen ausgewogenen Energiefluss und das letztendlich wirkt auch wieder auf materielle Ebene. Was gibt es zu den Chakren nur zum Sorgen? Einmal so ganz allgemein. Ja, es sind Blockaden eben in den Chakren da, Über- oder Unterladungen in den Chakren. Führt das letztendlich auch wieder körperlich zu Schwierigkeiten, zu Problemen? Es kann anfangen, gerade bei unseren Tieren, von Verhaltensauffälligkeiten bis hin aber wirklich zu körperlichen Schwierigkeiten. Sprich dann auch Krankheit. Vom Organsystem über, ja, nicht nur von den Organen, sondern allgemein der ganze Körper kann dadurch betroffen sein. Und ganz spannend, das wird oft ein bisschen außer Acht gelassen, es geht nicht nur darum, ums eigene körperliche Befinden, sondern letztendlich ist das auch Basis. Also haben wir irgendwo in den Chakren irgendwelche Blockaden oder Überunterladungen, kann es auch dazu führen, dass man leidfahre Erfahrungen erlebt. Auch bei unseren Tieren. Also man geht dann durch das, man da, auch wie wir in der Aura schon gesagt haben, wenn da irgendwelche Blockaden da sind, das so abgespeichert ist,
geht man auch in Resonanz mit diesen Themen und man zieht das wieder an, was man eben eh schon, ich sage, negativ gespeichert hat. Es ist wie so ein Spiegel, also man selber, die Außenwelt ist praktisch immer Spiegel zu uns selbst, auch bei unseren Tieren. Und dadurch kann es durchaus passieren, dass man auch leidvolle Erfahrungen erlebt. Sprich, ein Unfall zum Beispiel oder sonstiges. Ja, wie eh schon erwähnt, jedes Chakra hat einen bestimmten Sitz, eine bestimmte Farbe, also Schwingung. Es ist letztendlich ja alles Schwingung, das hat mit den hermetischen Gesetzen zu tun. Wenn man weiß, aufspaltet zum Beispiel in seine Frequenzen, also in die unterschiedlichen Schwingungen, dann erhält man genau die Farben, haben wir ja diese Regenbogenfarben, die daraus entstehen. Und das letztendlich sind auch wieder die Farben von den Chakren zum Beispiel. Und somit, jede Farbe hat ihre bestimmte Schwingung, somit hat jedes Chakra ihre bestimmte Schwingung und ist einer bestimmten Körperregion letztendlich zugeordnet. Zum Allgemeinen war das jetzt einmal. Fangen wir an mit dem Wurzelchakra, das ist das Basischakra, das erste Chakra. Das ist bei unseren Tieren, nachdem meistens Tiere einen Schweifansatz haben, den haben wir Menschen nicht, ist wirklich bei den Tieren auf Höhe des Schweifansatzes, kann man sagen, da ist das Wurzelchakra die Basis. Das ist immer rot, das ist immer nach unten geöffnet, ist immer die Verbindung zu Mutter Erde. Es ist das Zentrum für das Materielle, für das physische Dasein. Also da ist auch im Wurzelchakra praktisch alles Körperliche irgendwie drinnen. Also ich sage mal, Gesundheit vom Immunsystem, vom Blutkreislaufsystem, vom Herzen letztendlich auch, von sagen wir es, Zellen, also Knochen, Sehnen, Bänder, Zähne, also alles, was materiell angreifbar ist, ist da im Wurzelchakra praktisch schon die Basis, darum auch Basis. Das ist für das körperliche Sein und für die Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal, das Chakra. Das Wurzelchakra ist das Zentrum der Lebensenergie und somit auch die Energieversorgung des gesamten Organismus, wie wir eh schon gesagt haben. Im Wurzelchakra ist eben ganz wichtig das Urvertrauen, die Erd- und Naturverbundenheit und gerade was Erd- und Naturverbundenheit angeht, gerade in der Begleitung von Tieren, ganz egal welcher Tier, man merkt, diese Verbindung zur Mutter Erde ist bei den Tieren immer ganz stark, also das ist ganz spannend, das sind so richtig, also das merkt man so richtig, wie es wir Magnet auf die Erde gezogen werden, sage ich, oder gute Verwurzelung haben zur Mutter Erde, die ist einfach natürlich, logisch irgendwo, ein Tier ist ja Natur, diese Naturverbundenheit ganz intensiv da, was beim Menschen oft genau der Gegensatz ist, aber als Vergleich jetzt, da muss man einfach ganz viel mit dem Wurzelchakra arbeiten, dass sie überhaupt in diese Verbundenheit zur Mutter Erde geht. Bitte, Carina, wenn du diese Verhaspler, was ich ab und zu habe, ein bisschen rausschneiden könntest. Danke. Also da darf man oft wirklich dran arbeiten, bei Menschen diese Verbundenheit zur Mutter Erde aufzubauen oder zu stärken, was bei den Tieren von Haus aus da ist. Das ist so richtig cool. Im Wurzelchakra steckt die ganze Sicherheit, die Stabilität, die Lebensenergie, wie gesagt, der Lebenswille, die Selbsterhaltung, also auch die Fortpflanzungsgeschichte auf. Ich sage jetzt einmal, ist dann zum Sakralchakra ein bisschen zum Unterscheiden. Da geht es wirklich um die Arterhaltung im Wurzelchakra, im Sakralchakra. Im Gegensatz ist gerade beim Menschen dann die Erotik. Da ist dann beim Tier auch, was soll ich sagen, kann man jetzt beim Tier so gar nicht sagen, weil im Normalfall geht es beim Tier in der Fortpflanzung immer eigentlich um die Arterhaltung. Aber sie spielt ein bisschen anders an. Also beim Sakralchakra ist dann das Nächste. Da ist so auch der Spaß eigentlich. Aber da komme ich noch näher drauf hin. Also näher drauf ein. Wurzelchakra ist auch das Durchsetzungsvermögen mit drinnen. Ja, Vertrauen in das Leben und die Überlebensfähigkeit. Also das ist einmal das zu den Tieren passende. Gerade, wie ich eh schon wieder mal erwähnt habe, wenn jetzt zum Beispiel mit Tötungsstationen Tieren, mit Straßentieren zu tun haben, also die wirklich aus einem, ich sage mal, schlechten Umfeld kommt, gell, da ist das Wurzelchakra oft wirklich geschwächt. Also da ist das Vertrauen weg. Passiert mir immer wieder gerade, sage ich jetzt einmal, ich gehe jetzt mal auf Angsthunde ein zum Beispiel. Wenn die zum Beispiel aus einem Ausland kommen, aus irgendeiner schlechten Erfahrung, dann ist am Wurzelchakra ganz viel zum Arbeiten, sage ich mal, zum Stärken. Beziehungsweise dann sind sie da einfach auch mit Vertrauen zum Menschen schwer. Also ich bin jetzt da wirklich ganz bei Angsthunden da. Denen haut es dann wirklich, ich sage jetzt so ganz auf Dialekt und Mundart,
das Wurzelchakra durcheinander. Was auch ganz spannend ist, aber da werden wir auch mal eine eigene Radiosendung dazu machen, was eben Sterben angeht. Wenn ein Tier beim Übergehen schon ins Sterben ist, sage ich, oder schon in den Sterbephasen drinnen ist, da merkt man auch, dass diese Erdung, diese Verbindung, wie ich vorher gesagt habe, dieses Wurzelchakra wesentlich geschwächter ist. Also da merkt man so richtig, ich sehe das oft so, ich bin ja doch ein eher visuell veranlagter Mensch, sage ich, und in der Begleitung von Tieren sehe ich das so, damit ich auch was damit anfangen kann, als würden sie abheben von der Erde und diese Wurzelung nicht mehr da sein. Und da sagt man, okay, die sind praktisch am Weggehen. Ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, zwängs körperlicher Zuordnung, Wurzelchakra hat mir den Nebennieren zum tun. Mir eh schon gesagt, Knochen, Wirbelsäule, Sehnenbänder, Gewebe, Muskeln, also ganze irdische, das Angreifbare, die Füße, Beine, Zähne, Nägel, Blut, Zellaufbau. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist eben auch Verdauung natürlich, der Dickdarm, Mastdarm, dann gehört der Ischiasnerv dazu, das Immunsystem haben wir eher schon erwähnt, Fortpflanzungsorgane, Kreuzbein, Steißbein, also alles, was in diesem unteren Bereich sich befindet, gehört zum Wurzelchakra. Von daher kann man wirklich sagen, Sitz des Wurzelchakras energetisiert immer genau die direkt umliegenden Organe und Gewebe. Das werdet ihr dann im Verlauf dieser Sendung auch selber immer mehr erkennen, dass wirklich immer damit zu tun hat. Letztendlich kann man auch so sagen, dass wir es kurz und knapp halten, ein paar Möglichkeiten oder Themen oder Krankheitssymptomatiken gebe ich euch auch mit. Aber ist eben das Wurzelchakra oder ist ein Chakra blockiert, so hat das eben auch immer genau Auswirkungen auf diesen Bereich, wo das Chakra sitzt. Sprich, beim Wurzelchakra eben auf diesen ganzen unteren Bereich. Sprich, wie wir eh schon gesagt haben, das kann dann zum Beispiel sein, Unsicherheiten, diese Ängste, wie wir vorher erwähnt haben, bestimmte und unbestimmte Ängste. Also das Tier kann wissen, vor was Angst hat, kann aber sein, dass das Angst vor Dingen, das gar nicht greifbar ist. Ich habe da zum Beispiel einen Hund, auch eine Angsthündin, auch aus dem Ausland, richtig schlechte Erfahrungen. Also das merkt man in der Tierkommunikation, was die so für Bilder schicken und Erinnerungen schicken. Die hat zum Beispiel Angst vor Schatten schon. Also wenn sie merkt, irgendwie ein Licht wirft einen bestimmten Schatten in ein Eck, da ist schon Angst da. Also die fixiert das da, schaut das an und ist irritiert dadurch. Ja, natürlich, wir haben eh schon gesagt, ein Mangel an Vertrauen steckt drinnen, Energielosigkeit, wenn man selber reden, wenn man recht schlapp ist oder Tiere recht schlapp sind oder ja, ist Energielosigkeit natürlich. Durch die eigene Unsicherheit, was entsteht, oder dieses Vertrauen, was wir verloren haben, kann es auch dazu führen, dass eine massive Anhaftung an Menschen die Sicherheit verleihen haben. Das kann auch sein. Also das ist aber dann auch oft damit gebunden, ganz stark mit Verlustängsten zum Beispiel. Kennt man oft eh von unseren Tieren, gerade vom Hund, sage ich jetzt noch einfach mal, wenn man nicht aus dem Haus gehen kann, ohne dass der halber durchtrat. Das ist dann auch so eine Möglichkeit, die entstehen kann, wenn einfach selbst kein Vertrauen da ist, kein Selbstvertrauen, keine Selbstsicherheit da ist, einfach eine gewisse Prägung da ist. Oder, was ich auch immer wieder mal erlebe, wenn Welpen zu bald von der Mama wegkommen, dann sind da schon solche, schon als Welpe. Und das Welpenalter ist so wichtig. Ich bin jetzt auch einfach wieder beim Hund, gilt aber genauso bei für alle anderen Tiere. Gell? Darum nenne ich es jetzt einfach Welpen, ob es jetzt Kitten ist oder Fohlen ist oder whatever. Gell? Gilt trotzdem für alle Babytiere, sagen wir Babytiere. Wichtigstes Alter für diese Tiere ist das Babyalter und davon finden die wichtigsten Prägungen statt. Und wenn jetzt ein Tier zu früh von der Mutter wegkommt, hat das alles Mögliche an Ängste irgendwo auch schon mit. Und eben gerade auch diese Verlustangst oder diese massive Bindung dann an einen Menschen, weil der gibt mir endlich wieder Vertrauen so in die Richtung und kann den aber auch nicht loslassen. Also immer aus dieser Angst aus, was, wenn der wieder weggeht. Ja, auch passend zu der Energielosigkeit ist da auch dann das Zentrum von Depressionen, von Trägheit, von Schwäche und allgemeiner Kränklichkeit zum Beispiel. Das zum Wurzelchakra. So, dann wird's, Entschuldigung, ein kleiner Frosch im Hals. Machen wir schon bei den Tieren, sind wir auch Frösche im Hals. Was wollte ich jetzt sagen? Wurzelchakra. So, jetzt ist mir entfallen mit dem Frosch im Hals. Was haben wir noch gehabt?
Wurzel Chakra. Ja, egal, werden wir schon wieder einfallen. Gehen wir zum nächsten Chakra, Sakralchakra. Sakralchakra befindet sich etwas unterm Nabel, kann man sagen. Ist auch bei allen Tieren gleich die Chakren. Also das Wurzelchakra ist nach unten gerichtet, wie wir vorher erwähnt haben. Alle anderen Chakren sind nach vorne und hinten gerichtet. Also praktisch, wenn ein Tier da steht auf seinen vier Beinen, nach oben wie nach hinten, unten, beziehungsweise beim Wurzelchakra dann eben nach hinten gerichtet. Und das Hauptchakra ist dann auch nochmal ein Unterschied. Das ist nach oben gerichtet, also nach vorne praktisch. Farbe des Sakralchakras ist orange. Da haben wir jetzt eben, wie vorher schon kurz erwähnt, dieses Zentrum der sexuellen Energie, des Selbstwertgefühls, der Emotionen. Also da ist wirklich dieses Chakra für die emotionale Entwicklung zuständig. Emotionale Entwicklung, da merkt man oft auch wirklich massive Blockaden bei Tieren. Gerade wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, natürlich, das sind emotionale Belastungen, dass das Sakralchakra oft stark blockiert ist, also da mit der Lebensfreude zum Beispiel. Also das ist das Zentrum der Lebensfreude, macht was. Da ist auch so die Erlebnisfähigkeit, eben die Begeisterung drinnen, darum sage ich gerne diese Lebensfreude, das Körpergefühl, gehört zu der Beziehungsfähigkeit. Also da ist auch, wie gut kann sich ein Tier an einen Menschen binden oder auch an andere Tiere oder vielleicht nicht binden, sondern einfach, wie beziehungsfähig sind die Tiere mit anderen Artgenossen, mit Menschen. Da ist eben die Heiterkeit drin, wie ich schon gesagt, die Lebensfreude, die Gelassenheit, das ganze Lustige, sage ich da. Über Sakralchakra arbeite ich zum Beispiel auch gern mit dem inneren Kind, auch bei unseren Tieren, nicht nur bei Menschen. Gerade wenn es, wie wir vorher schon erwähnt haben, schon im jüngsten Alter als Babys irgendwelche negativen Erfahrungen erlebt haben. Dazu vielleicht auch ein Beispiel, auch wieder ein Hund. Ihr merkt, ich habe viel mit Hunden zu tun, aber die sind oft so ein bisschen die greifbareren für mich. Natürlich auch mit Katzen und anderen Tieren, also ich habe wirklich alles quer durch die Bank. Aber da fallen mir oft witzigerweise immer die Hunde ein. Ein Hund zum Beispiel, der hat auch als Welpenalter so ein warmer Kerl. Kommt aus einer guten Zucht, gell? Kommt zu einer Familie, der wird dann laut ihm oder was wir an Bilder geschickt haben, die Familie der wird nicht lang viel mit ihrem Anfang an Kinder haben, sage ich jetzt. Das waren Kinder und für die Kinder ist Bespaßung hin und her, aber ist einer dann offensichtlich lästig geworden. Ist schon als kleiner Zwerg in Hütten eingesperrt worden. Und da hat er mehr oder weniger überleben dürfen. Also da weder gut gefüttert, noch irgendeinen Zuspruch. Er hat dann vielleicht einmal die Kinder draußen gehört und hätte Freude gehabt, weil er hat das ja kurz gekannt. Dass man da von einem Rudel, von einer Familie aufgenommen wird und mit Teil der Familie sein darf und Liebe erfahren darf und Zuneigung erfahren darf und Spaß erfahren darf, so, dann ist er in die Hütten eingesperrt worden. Der Hund ist jetzt schon einige Jahre alt, also er ist da gut so lange rausgekommen, ist zu einer neuen Familie gekommen, ohne Kinder. Aber da merkt man zum Beispiel, er ist in dem Alter fast ein bisschen hängen geblieben. Also bei dem merkt man die volle Zwiegespaltenheit. Kennt sich selber mit sich nicht aus, weil klar, der ist von klar auf, wo das prägendste Alter gewesen ist. Einmal hat er diese Nähe kennenlernen dürfen, aber nur kurz und dann letztendlich ist es nur noch ums Überleben gegangen. Also der ist auch nicht großartig gefordert worden oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, ich verstehe den Menschen dann oft nicht. Ich glaube, das können auch viele nachvollziehen. Warum ich mir denn dann so einen Hund zulege oder warum ich nicht einfach an eine bessere Stelle gebe oder sonstiges, aber ja, ist halt so. Genau, und der hat jetzt, oder der bei dem hat sich auch der Sehsinn gar nicht groß, also gar nicht 100% weiterentwickelt und der hat halt jetzt massiven Stress mit allem, was im Leben so passiert. Also der kennt ja auch nichts oder hat als Baby nichts kennengelernt, sprich andere Hunde, das Außen, das Leben im Außen, also was weiß ich, Spaziergänge und. Also das ist auch ja, massive Blockade immer im Sakralchakra, da ist die Lebensfreude nicht da und tut sich schwer mit Vertrauen und. Gell. Also sehr spannende Geschichten oft, was man erlebt. Und darum bin ich so dankbar, wenn ich helfen darf und unterstützen darf und dann auch wieder ja, unseren Tieren etwas Gutes tun darf, dass wieder, ich sage mal, ins Leben finden können. Genau. Körperlich haben wir dann eben natürlich in diesem Bereich, Sakralchakra, wo man sich vorstellt, Unterbauchbereich, die Keimdrüsen, die Sexualorgane, die Nieren, Blasen,
Zentrum, also das ist so der Chef, Sakralchakra, sagt man, kann man so sagen, der Chef über die Lymphe, über das Lymphsystem, betrifft Hormone am Dünndarm, am Blinddarm, zum Teil eben auch den Dickdarm, also Hormonsystem, da wird auch alle Körperflüssigkeiten reguliert, die Lendenwirbelsäule, natürlich, wenn sich das Chakra eben auch, wenn man jetzt an ein Tier denkt, nach oben öffnet, gehört das auch dazu. Und Blockaden, eben wie eh schon gesagt, hat dann immer damit zu tun, welche Themen da in diesem Chakra stecken. Wenn da was blockiert ist, hat das genau auch Auswirkungen auf diesen Bereich, körperlich sowie emotional gesehen. Beispiele wären eben diese fehlende Zuneigung, dass selber gar nicht die Zuneigung zeigen können. Passiert mal zum Beispiel auch massiv geprägter, bin wieder bei einem Hund, massiv geprägter Hund, der sich mehr, wie soll ich sagen, wirklich in einer Ecke versteckt, Kopf zur Ecke, an der Wand angelehnt, weil das gibt irgendwie so Stütze, Sicherheit. Gerade wenn da links und rechts im Eck vielleicht auch noch ein bisschen Band ist. Und so richtig verstecken, hey, bitte rufen, die sieht mich keiner. Also gerade was Menschen angeht, kann man bloß nicht so nah, weil ja, er kann damit, also mit Zuneigung nicht umgehen, weil er einfach nur schlechte Erfahrungen erlebt hat. Tipp einfach, wenn ihr sowas erlebt, gebt diesen Tieren wirklich Zeit. Gell? Wir sind oft ein bisschen ungeduldig und wollen ja nur das Beste. Aber ihr dürft es nicht vergessen, wenn da wirklich so massive Prägungen da sind. Lasst es von selber kommen. Zeigt es, dass ihr da seid. Einfach ganz. Wir sind sagen, selber gut in der Mitte, in der Basis sein, durchschnaufen. Nicht zu viel Energie da haben, gerade bei solchen Tieren oder auch bei Angsthund. Niemals einfach zum Angsthund hingreifen, nur weil ihr ihm Sicherheit geben will oder streicheln will. Wenn der eine schlechte Erfahrung gerade mit Berührung gemacht hat, zum Beispiel, dann darf man sich einfach nicht wundern, wenn der Hund beißt. Ganz straight gesagt. Gell? Also lasst wirklich Zeit, das ist ganz, ganz spannende Geschichte. Das gehört einfach dann auch, wir sind sagen, auch Trainings oder Körpersprache gehört einfach letztendlich auch dazu. Ja, natürlich hat dann Blockaden in dem Bereich, hat dann auch mit unterdrückten Emotionen zu tun. Also, wie ich schon gesagt, die können gar keine Lebensfreude entwickeln oder da sind sie einfach nur schwer. Das ist einfach so abgespeichert, wie ich eh schon mal erwähnt habe. Tiere sind im Hier und Jetzt. Die leben im Hier und Jetzt. Die leben jetzt nicht in dieser Vergangenheit, diese, mal habe ich die scheiße Erinnerung und mal scheiße, habe ich diese und diese erlebt. Also gar nicht, das haben wir Menschen anders. Aber die Dinge haben sie einfach irgendwo abgespeichert. Vor allem im Energiesystem und zum Teil wirklich dann auch schon zellulär. Was auch ganz spannend ist, natürlich Sakralchakra. Steckt die Eifersucht drinnen, also wenn da blockiert ist, Eifersucht. Da haben wir ja doch viele Tiere, die gerne eifersüchtig sind. Hat dann auch viel mit Vertrauen zu tun. Also Vertrauen finde ich gerade zwischen Mensch und Tier das Schönste, was man echt haben kann, dieses gegenseitige Vertrauensbasis. Und da hilft man einfach auch gerne dorthin zu finden. Also fürs Tier, dass es sich leichter tut mit Menschen, so wie der Mensch, dass es sich leichter tut mit dem Tier, dieses Vertrauen schaffen. Es ist so genial, wie ich eh schon mal erwähnt habe, gehe einfach da wieder auf meinen Hund Chase ein. Wir haben so eine lässige Vertrauensbasis, dass ich weiß, das passt einfach, was er macht. Der kann von mir aus frei laufen, wenn er da 100 Meter vorne ist, ist mir wurscht. Natürlich habe ich auch immer Blick nach vorne. Und natürlich, das ist so ein bisschen ein Vorteil, den ich einfach irgendwo habe durch meine tägliche Arbeit mit Tieren und in der Energetik. Bin ich auch mit einem Gefühl dort, muss ich auf irgendwas aufpassen oder nicht? Kommt da eventuell Auto, wenn ich spiele, hoppala, da kommt ein Auto, dann kommt daher, dann schreie ich. Ab und zu braucht er natürlich auch einmal, dass ich ihm wieder Grenzen aufzeige und sage, hey, hallo, ich bin dein Chef, gell? Immer, es ist ein Amstaff, American Staffordshire Terrier, die ist auch einfach willens stark, sage ich. Aber es ist so genial, wenn man so eine Vertrauensbasis hat, weil es so leicht wird für beide. Ja, Sakralchakra weiterhin, so ein paar greifbare Dinge, wenn man Blockaden hat, Verlustängste natürlich auch, die Antriebslosigkeit, klar, wenn man keine Lebensfreude hat und auch zwanghafte Geschichten, also zwanghaftes Verhalten. Was ja durchaus auch bei Tieren entstehen kann. Ich denke zum Beispiel auch wieder an einen Hund, dass er da im Kreis trat, weil er sich das auch aus irgendeiner Prägung schon angefangen hat. Genau, kommen wir zum nächsten Solarplexus-Chakra. Die Farbe ist gelb, das ist die goldgelbene Körpermittelpunkt. Das ist dieses Macht- bzw. Persönlichkeitszentrum und daraus wirkt eben die eigene Persönlichkeit, das Ich, das spirituelle Ich, so wie das, ja, müssen sagen, das höchste Selbst einfach letztendlich auch. Solarplexus-Chakra ist auf Höhe des Magens in etwa,
Also Körper, Körpermitte, drum Persönlichkeitszentrum. Da sind auch alle Verstrickungen mit der Umwelt, sprich alle Menschen, meiner ganzen Umgebung, allem, was um mich herum ist, also aus Sicht des Tieres heraus. Da ist drin ein ganz klar Abgrenzungsthema. Es kann man zu viel oder auch zu wenig abgrenzen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema bei unseren Tieren, gerade wenn es dann um Haut geht. Also ganz grob gesagt für euch, wenn ein Tier eine Hautthematik hat, hat es im Normalfall oder meistens mit Abgrenzung zu tun. Entweder kann es nicht gut abgrenzen, dass er alles nachgehen lässt, oder es ist zu viel Abgrenzung in Form von einer Isolation dann schon. Also da steht praktisch auch so ein bisschen das Hautthema körperlich gesehen drinnen. Was steckt noch drin? Die mentale Stärke, Sensibilität, Durchsetzungsvermögen, klar, das ist ein Persönlichkeitszentrum. Wie klar bin ich mir denn über meine Persönlichkeit? Hat auch mit dem, sag ich mal, dem stabilen Nervenkostüm zu tun. Körperlich war eben da Bauchspeicheldrüse natürlich, Verdauungssystem, also Magen, Leber, Gall, Zwerchfell, Haut haben wir eh schon erwähnt. Zum Teil eben auch der Dickdarm, weil wir haben ja einen querverlaufenden, absteigenden, aufsteigenden Dickdarm. Von daher findet er in alle unteren Chakren praktisch Platz. Dünndarm ist da mit drin. Da wird auch der Wärmehaushalt reguliert. Das vegetative Nervensystem ist drin, der gesunde Appetit natürlich, weil da haben wir ja Morgen und die Geschichten. Genau. Gibt es dazu zwangs Abgrenzung? Ja, wenn es wirklich merkt, da möchte ich nur kurz drauf eingehen, was Haut angeht, weil es ist einfach wirklich ganz viel Thema. Bei Pferden zum Beispiel, die so viel Schuppen, aber da nicht nur Pferde, es ist bei allen Tieren, also ganz wurscht, ob jetzt wirklich bei allen, ob Hund, Katze, Pferd und Co., wenn sie recht trockene Haut haben, wenn es, ja, wir sehen so, gerade bei Pferden denke ich dann auch an die Ekzeme. Es spielt natürlich immer Körper, Geist und Seele eine Rolle, aber wie gesagt, es hat ganz viel oft mit diesem Chakra zu tun. Gerade Pferde sind sehr sensibel und übernehmen total schnell die Geschichten von ihren Besitzern, vor allem, wenn sie dann geritten werden. Du sitzt direkt auf dem Herz, zum Teil auch schon Solar Plexus Chakra des Pferdes, gell? Und da wird halt, und gerade durch ihre Sensibilität übertragst du echt ganz viel. Also Pferde sind da Hautthematik, technisch, oft ein bisschen ein Thema, sage ich jetzt einmal so. Was kann ich tun, was Abgrenzung angeht? Einmal gut beobachten, mein Tier. Grenzt du das zu viel ab, dann braucht es oft wahrscheinlich ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen mehr Sicherheit von außen. Anspruch. Grenzt sie zu wenig ab, also dass man richtig merkt, ah, das nimmt ja alles auf, was gerade irgendwie Thema ist, und beobachtet euch einfach selber, ich bin einfach wieder bei den Pferden, wenn die dieselben Themen haben wie ihr, dann übernehmen die eure Sachen, beobachtet euch selber auch, kann das nicht einfach meins sein. Und wenn es zu wenig Abgrenzung hat, haben wir beim letzten Mal gesprochen, bei der Aura, bitte Aura schützen, dass die Aura schützen, dass sie es aber wieder mal ausreinigen, ganz wichtig. Genau. Ja, wenn man da eben Lokalen hat in dem Bereich, kann es kommen zu Aggression. Warum Aggression? Da kommen wir dann gerne mal, wie eh schon erwähnt, bei einer eigenen Folge dazu, was jetzt TCM angeht, Organ, Uhr, Emotionen in den Organen und Co. Aber zum Beispiel Aggression. Jegliche Art von Aggression steckt da drinnen. Aber eben auch, wenn ich nicht mein Persönlichkeitszentrum oder meine Persönlichkeit integriert habe. Ich arbeite eben gerne mit dem Höchsten selbst, mit dem, was man aus höchster Ebene ist, das vollkommenste Ich eben, nicht nur beim Mensch, sondern auch beim Tier. Also wenn ich so von mir rede, rede in Sicht des Tieres, gell? Höchstes Selbst integrieren, das ist das gesunde, höchste Selbst mit allen Fähigkeiten, allen Potenzialen, die wir haben. Wir werden da einmal per eigener Sendung näher drauf eingehen, das da zu integrieren. Wenn ich jetzt aber meine Persönlichkeit gebrochen wurde, sage ich jetzt einfach, gerade bei Tieren, kann es natürlich auch zu starker Hörigkeit gegenüber Autoritäten kommen oder eben im Gegensatz zu Autoritätsproblemen, je nachdem, welche Erfahrungen das gemacht haben und welche Blockade da stattgefunden haben und vor allem eben auch je nach Individualität des Tieres. Jeder ist individuell, jeder hat seine eigene Persönlichkeit, jeder reagiert einfach auch anders. Das ist auch bei Tieren nicht anders.
Ja, und somit kommen wir schon ans Ende dieser Sendung. Wir haben heute die ersten drei Chakren gehört, sprich als Wurzel, Assakral und Solarplexus Chakra. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann mehr über die nächsten vier, beziehungsweise in dem Fall dann die letzten vier Chakren, auch in diesem Umfang wie heute. Zudem wird es dann in der Woche darauf nur einmal eine Sendung geben, wo ich euch gern viel praktische Beispiele mitgeben möchte, wie ihr für eure Tiere Chakrenunterstützung im alltäglichen Tun umsetzen könnt. Tipps und Tricks zum direkten Anwenden, sodass es auch für euch greifbar wird. Ja, und somit möchte ich mich gern verabschieden. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen zu den ersten drei Chakren habt, beziehungsweise auch Anregungen und Wünsche oder Intentionen für diese Sendung, dann meldet euch bitte gerne über corinna@angeltrust.at oder www.angeltrust.at. Ich gehe sehr gern drauf ein und ja, gerade wenn dann zum Beispiel mehrere Anfragen zu einem bestimmten Thema sind, gehen wir dann auch gerne eine eigene Sendung dazu. Und somit wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute für euch, für eure Tiere und vor allem in der Verbindung zwischen euch und euren Tieren und euren Tieren und euch. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und ja, somit verabschiede ich mich ganz herzlich und bis nächste Woche.